Herzlich willkommen Leute zu meinem neuen Video. Heute fahren wir ins Bankulukuku Stadion zu einem Spiel von FC Kampala gegen die Wien spielen. Express FC. Und in das Stadion können 20.000 Leute rein. Viel Spaß dabei. Also es ist viel mehr los, als ich gedacht hätte. Gerade sogar eine Sicherheitskontrolle. Das ist auch gut. Und that car over there, the car? Paying there? Yes. Moritz ist übrigens auch mit dabei. Hier kauft man dann die Tickets in so einem Auto. Das ist auf jeden Fall geil. Thank you. Wo war der Kutja? Bulunji. Musa, Yori Bulunji. Bulunji, Bulunji. What did I say? Yes. Wir können jetzt hier in das Stadion rein. Digga, hier ist ja richtig was los. Ist ja geisteskrank. Da scheint jetzt irgendwie ein Vor-Event zu sein und gleich kommt da dann das Fußballspiel hin und da tanzen Leute. Okay, das ist der traditionelle Tanz fürs ugandische Königreich. Das ist übrigens die Uganden Premier League. Wenn FC Kampala das gewinnt, dann sind die Erste in der Tabelle. Und wenn Express FC das gewinnt, ja, es ist ein Mittelfeld. Aber die sind auf der 2er Winstreak. Es scheint jetzt hier langsam loszugehen. Da hinten hört man die ganze Zeit irgendwelche Vuvuzelas. Ist übertrieben laut. Und die spielen dann Netball. Und da tanzen die wieder. Eine Side-Wette. Ich setze 4.000 auf die Roten. Moritz setzt 4.000 auf die Blauen. Ich habe keine Ahnung. Sollte jetzt gleich losgehen. Das Spiel beginnt ganz normal wie beim Basketball auch. Oh! Oh mein Gott, es geht los! Hä, hey, was passiert jetzt? Ja, auf geht's im Boot! Ja, das ist es, das ist es! Das muss es sein! Ja! 1-0! Oh nein! Ja! Gute Defense! Gute Defense! Jetzt Gegenangriff! Gut, gut! What? Ja! Okay, momentaner Stand 4-4. Ausgeglichenes Spiel. Blau wieder im Ballbesitz. Rot wieder im Ballbesitz. Blau wieder im Ballbesitz. Das sieht gut aus. Okay, scheiße, ich glaube. Ja!
Let's go! Okay, die erste Halbzeit ist jetzt rum. Ich weiß nicht genau, wie viel es steht, leider. Aber wir vermuten, dass Rot führt. Das Spiel überschneidet sich in der Theorie mit dem Fußballspiel, warum wir eigentlich hier sind. Ja, also wir müssen mal schauen. Wie fühlst du dich gerade? Das ist ja nur erste Halbzeit, also es geht ja schon. Wird ja gleich alles gedreht. Zweite Halbzeit geht los. Direkter Ballbesitz für Rot. Es war anscheinend Seitenwechsel. Oh. Und Ballwechsel? Ich habe nicht genau verstanden, warum. Alter, das ist ein Ultra, glaube ich. Ist das geil. Das ist gerade die zweite Halbzeit von dem Spiel. Und der Sprecher sagt anscheinend irgendwas. Auf jeden Fall bewegen sich gerade viele Massen zu dem Fußballfeld hin. Da gehen wir also jetzt mal auch hin, um Platz zu bekommen. Ja, Netball, ich weiß nicht. Das sieht irgendwie ein bisschen so aus wie Schulsport. No front jetzt an der Stelle an alle Netball-Spieler. Aber auf jeden Fall lustig anzuschauen. Ich wollte sowieso hier hingehen, in diese Region, weil hier sind die ganzen Fans vom roten Team. Da gehen gerade die Massen hin. Also stell mal, das Fußballspiel wird jetzt gleich anfangen. Das sind die Fans vom roten Team. Ich weiß leider nicht mehr, wie viel es steht, aber man kann sich ja trotzdem noch bei jedem Punkt freuen. Alter, habt ihr heutige Scheiße. So sieht das übrigens außerhalb vom Stadion aus. Das ist dann halt so umkreist. Ja. Und hier sind wir dann wieder innerhalb vom Stadion. Ich denke mal jetzt, das Spiel wird gleich losgehen. Okay, das sind die Fußballspieler. Ich weiß nicht genau von welchem Team, ich kann es noch nicht erkennen. Ja, und da spielen halt die Leute noch weiter Netball. Da gucken wir einfach am Ende, wer gewonnen hat. Und hier sind dann so verschiedene Essensstände. Ja, und so sieht das dann ganz aus. Ist nicht wirklich eine Tribüne, aber so eine Art Tribüne irgendwie. Da hinten gibt es eine richtige Tribüne, aber da kommen wir nicht hin. Das Spiel sollte auf jeden Fall um 14 Uhr anfangen. Es ist jetzt 14.30 Uhr. Es ist übertrieben heiß. Okay, ich habe also gerade erfahren, warum das Spiel so spät anfängt, ist, weil der König von Uganda einfach noch hier ankommen muss. Und das ganze Spiel deswegen ein bisschen verspätet wird. Da ist so ein großer weißer Stuhl. Da wird der König drauf sitzen. So, das Haupttor ist jetzt da offen, seht ihr? Und da wird jetzt der König durchkommen. Oh!
Der König ist jetzt da angekommen mit dem Auto, was ihr da seht. Also hier geht wirklich richtig was ab, wenn der hier ankommt. Er hat da so einen riesigen Schirm, unter dem er steht. Da drunter steht er gerade. Ja, auf der Kamera sieht man es gar nicht. Aber in Real Life kann ich ihn sehen. Der König sitzt auf seinem Thron. Das Spiel kann jetzt losgehen. Das ist jetzt das Spiel direkt nach dem Anstoß. Es hat sich übrigens im Nachhinein herausgestellt, dass das gar nicht das Spiel ist, was wir dachten, dass es ist. Also da hat nicht FC Kampala gegen Express FC gespielt, sondern von zwei verschiedenen Tribes die Mannschaften. Ich weiß halt nur leider immer noch nicht genau, wer welches Team ist. Aber egal. Simon Tamale. Boah, ich glaube, der Torwart ist schon wieder verletzt. Wie ist das Tor passiert? Das ist ein bisschen.
erste Halbzeit ist rum. Das Team Blau führt 2-0. Die Weißen sind einfach keine. Die Weißen sind einfach nicht torgefährlich genug. Digga, aber es ist so brutal heiß. Es ist geisteskrank. Alter, es ist wirklich geisteskrank heiß. Man hält das hier nicht lange aus. Deswegen stelle ich mich direkt in den Schatten jetzt. Okay Leute, das Spiel ist vorbei. Ihr seht hier die ganzen Leute, die gerade aus dem Stadion rausgehen. Das Spiel ist 3-1 ausgegangen für die Blauen. Wir haben immer noch keine Ahnung, wer das ist. Ja, es war brutal heiß. Die Cap hat auf jeden Fall ihren Nutzen gehabt. Und damit würde ich sagen, sehen wir uns dann beim nächsten Video wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Hau rein.